Wir als Stadtwerke Saarlouis versorgen ja die Kreisstadt zuverlässig mit Energie, Wasser, Gas, Telekommunikation und in Teilen der Stadt auch mit Fernwärme. Ich habe mir eine Erdeverriegelung überlegt, die verhindert, dass der Monteur zu früh den Erder einlegt. Er hat mechanisch keine Möglichkeit, die Schaltkurbel einzulegen. Das wird mechanisch verhindert durch eine Klappe, die verriegelt ist über Sperrmagnete. Erst wenn das vorgeschaltete Relais die Spannungsfreiheit feststellt, wird diese Sperre aufgehoben, die Schaltstange kann eingelegt werden und der Erder kann ebenfalls eingelegt werden. Das heißt, der Erder kann nur dann eingelegt werden, wenn wirklich keine Rückspannung mehr ansteht. Das verhindert also, dass durch einen Fehler von einem Mitarbeiter ein erheblicher Sachschaden entstehen kann, sogar Personenschaden entstehen kann und natürlich es immer zu einem Versorgungsausfall kommt. Das erste Mal, wie der Herr Reinhardt mir das erzählt hat, das war wirklich, es hat mich umgehauen, weil aus der Vergangenheit jede Menge Unfälle genau aus diesem Problem resultieren. Die Monteure und Rufbereitschaftsleiter, die nachts um 3 Uhr an der Station stehen, es regnet, es stürmt und trotzdem muss man dann im Moment eine Schalthandlung durchführen. Und auch wenn dann ein Fehler passieren würde, was eben menschlich ist, ist es durch die Erderverriegelung geschützt, dass es nicht passiert. Auch von anderen Stadtwerken kamen positive Reaktionen und bis zu Terminen, wo sich Kollegen das bei uns angeschaut haben und hoffentlich auch bei Ihnen einsetzen im Netz. Das Problem gibt es überall, wo Mittelspannungsnetze auf diese Art betrieben werden, besteht immer die Gefahr, dass auf eine anstehende Rückspannung der Erder eingelegt wird. Eigentlich sollte eine Schaltklappenverriegelung in allen Mittelspannungsschaltanlagen sein, wo diese Gefahr besteht. Das Thema Arbeitssicherheit wird nie aus der Mode kommen.